Ach, Aue 3 Hochstetten, ja. Das war das befürchtete Ergebnis, was gekommen ist. Da haben wir das Spiel gut angeschaut, analysiert und ich hatte es fast befürchtet. Es ist ein Unding, dass man 3 Wochen lang spielfrei ist. Ja. Und gerade in so einer Liga mit 10 Gegnern letztendlich, das ist ein Unding. Und dass man dann halt so einen Bruch in der Mannschaft hat oder im Spiel hat und nicht in der Mannschaft, im Spiel hat, war fast klar. Dementsprechend haben wir 3/4 Stunde lang gepennt, danach aufgewacht und ein hervorragendes Spiel gemacht. Was war dann im Endeffekt dann ausschlaggebend, dass man dann doch das Spiel verloren hat? Wie gesagt, wir haben schlicht und einfach die erste Halbzeit verpennt. Es waren 4 individuelle Fehler mit Sicherheit. Wobei es gleichermaßen verteilt war, Abwehr wie Sturm. Das heißt, wer 2 Elfmeter nicht schießt, 2 Elfmeter, der kann ein Spiel nicht gewinnen. Das geht gar nicht. Ja. Was nimmt man sich das dann noch vor? Ist das überhaupt noch was in Bezug auf Meisterschaft drin oder ist da jetzt schon alles gelaufen? Nee, um Gottes Willen, das ist nicht gelaufen. Weingarten hat wieder Punkte gelassen. Ich denke, Weingarten, Spöck und FC West werden unsere stärksten Gegner sein. FC West rumort. FC West verliert jetzt gerade ihren Top-Torjäger. Der macht einen Ausflug in die Bezirksklasse. Also von daher, ich denke, wir werden stärker in der Rückrunde, die anderen werden schwächer. Okay, es sind noch 2 feste Spiele bis Weihnachten. Was ist da jetzt noch zu erwarten in den 2 Spielen? 6 Punkte, überzeugende Siege. Okay, ja, auf wen setzen Sie da? Weil die Elf vom Sonntag konnte ja zumindest 45 Minuten nicht überzeugen. Das ist richtig, aber wenn man das Spiel gesehen hat, wir waren wieder auf 5 Positionen neu positioniert. Es ist typisches Aue 3-Leid, dass wir stetig und ständig wechseln müssen, eine neue Position belegen müssen. Nur, so wie es bis jetzt gelaufen ist, kann es sein, dass wir demnächst mal Positionen verändern, ohne dass es eigentlich notwendig sein müsste, aber wir werden es tun. Zum Beispiel? Kann ich noch nichts dazu sagen, das muss ich mich mit meinem Co-Trainer noch bequatschen dementsprechend. Aber ich sag mal so, an jeden, der das sieht, das Training wird auch mitentscheidend sein. Okay, dann viel Erfolg. Dankeschön.